Willkommen zurück, meine Freunde, zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch in der Höhle, zusammen mit Farkas. Und wir werden jetzt hier momentan nur von Skevern angegriffen, die ja so gut wie gar nichts drauf haben. Und da hier wieder Spinnweben kaputt gehen, nehme ich mal. Boah! Dass wir hier gegen Spinnen kämpfen müssen. Ich mag keine Spinnen. Frostbissgift. Nee, nehme ich jetzt nicht mit. Kann er behalten. Er sagen kann, wow. In your face. Ich habe gerade die ganze Zeit den Gesundheitsbalken von dem gesucht. Ich habe da nicht so wirklich was angezeigt bekommen. Okay, kurz speichern. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwo noch eine Mama-Spinne sitzt. Mumifizierte Leiche. Du hast einen Dietrich dabei. Das ist schön. Die mache ich hier letzte Zeit gerne kaputt. Wir gehen mal oben rum. Da müssen wir wahrscheinlich auch lang, so wie es aussieht. Vorne ist noch so ein Druckrad. Na, ihr wisst ja, was ich meine. Deinen komischen Pfeil brauchst du erst gar nicht auf mich abschießen, du kleiner Napp. Und hier war doch noch ein Skever eben, oder? Hat das nur getäuscht. Kann auch sein, dass es getäuscht hat, dass es hier das Ding war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Quick Save, weiter geht's. Achso, da waren wir schon. Da kann man jetzt nochmal durchgucken. Okay. Will hier irgendjemand aufstehen? Du schon mal nicht. Das ist schön. Nordstar-Panzerhandschuhe sitzen wir ja bereits. So, mal speichern. Ich habe irgendwie so das Gefühl, hier könnte eine Falle lauern. Oder stehen hier gleich nur die Drohre auf? Du auf jeden Fall schon mal nicht. Denn du hast keine Waffen, mit denen du uns bekämpfen könntest. Wie sieht's mit dir aus? Auch nicht. Okay, da ist eine Tür. Und hier liegt keiner mehr, der uns angreifen könnte. Was war das? Was bin ich da gerade getreten? So angehört, als hätte ich eine Druckplatte ausgelöst. Nein, öffnen wir mal die Eisentür auf. Und da zeigt auch schon der Questpfeil hin. Ich glaube, wir sind endlich am Ende der Höhle. Hier sind so Gräber. Warum ist hier keiner? Und die Gräber sind so verräterisch. Da kommen sie am Ende gleich alle rausgerannt. Oh, ich höre hier so ein Drachenmusikboard. Ja, da hinten ist eins. Wort der Macht gelernt. Feueratem. Gut, dafür müssen wir jetzt aber, soweit ich weiß... Gib mir den Seelenstein da hinten. Farkas, lass mich durch. Ach nee, wir sind überladen. Mal wieder. Alte Nordkriegsaxt. Die brauchst du eh nicht. Können wir die ja fallen lassen. Yay, wir haben wieder Platz. Sehr schön, danke. Speichern. Denn spätestens da wird gleich wieder so ein Clown rauskommen, wenn wir hier das Ding nehmen. Und warum er manchmal rauskommt, weiß ich nicht. Fragment von Wutrad. Das letzte Mal ist hier zumindest einer rausgekommen, jetzt anscheinend nicht. Schnappt sie euch! Okay. Da kommen also doch noch so ein paar. Also kriegen wir noch was zu schnetzeln. Okay, Farkas, so rum. Okay, da kommen jetzt wieder ein paar. Schlachten angesagt. Einhändig verbessert. Ich habe mich da jetzt gerade mal durchgeschnitzelt. Bin einfach mal so blind durchgelaufen. Dann kommt noch einer. Übernimmst du den? Ich würde gern looten. Oh, der hat einen Bart. Noch mehr?
Ja, da kommt jetzt einer raus. Wir müssen jetzt wahrscheinlich schon warten, bis Chefe gleich da rauskommt. Fuß! Fuß! Einfach nur, weil ich es kann. Und jetzt stirb. Und du auch. Hey, du hast ja auch keine... Wo hast du das Schwert hergeholt? Fakras, hinter dir. Greif dir nochmal an. Ich hab das gemacht, gell, für den... Aua. Ach, da ist noch einer. Ich dachte gerade, Fakras hätte mich angegriffen. Ich warte nur drauf, dass der da gleich kommt. Ich speichere mal zwischendurch. Ja, da kommen noch mehr. Fuß! Fuß! Stirb! Ah, Fakras ist mir da gerade ganz schön in den Weg gelaufen. Ah, da ist Chefe. Ruheloser Drogar. Stirb. So, Chef ist schon mal tot. Da oben kommt noch einer. Den brüllen wir noch mal kurz nett an. Was klopfst du auf deinem Schild rum? Hättest du das mal nicht gemacht, hättest du am Ende noch eine Chance gehabt. Schwere Rüstung verbessert. Sehr schön. Das müssten ja jetzt alle gewesen sein. Alright, ladies and gentlemen. It's looting time. Danke. Ich lasse hier kein einziges Goldstück liegen. Auch wenn das für euch jetzt langweilig ist. Das ist mir leider egal. Die haben nämlich ganz gut Gold einstecken. Wo ist denn der Ruhelose? Hat bestimmt mehr einstecken, oder? Knochen, wenn er mal umhört. Vielleicht hat ja einer aufgepasst und mitgezählt, was ich jetzt hier so an Gold gelootet habe. Ach, Knochenmehl darfst du noch behalten. Du bist der Ruhelose, oder? Ja. Ach, du hast ja auch nur 6 Gold dabei. Was ist denn bei dir los? So, hier hinten liegen noch ein paar rum. Und der noch. Und ich glaube, dann haben wir alle. Ja, sieht gut aus. Wo ist denn da unten? Komm mit. Wir sind fertig hier. Schwesterherz. Ich muss immer mal wieder zurückdenken. Ich fand's so geil. Als er wirklich gesagt hat, dass er unsere... wow. Dass es unsere Schildschwester ist. Und nicht Schildbruder, der gute Fakras. So, trinke ich noch mal einen Schluck. Ja, Loadscreen über. Okay, da sind wir wieder. Kurzer Quicksave, weiter geht's. Frame-Einbrüche abwarten. Das ist auf jeden Fall ein Schalter. Ist ja nicht wirklich so die versteckte Tür. Na, wahrscheinlich von außen auf jeden Fall. Aber von innen nicht. Achso. Ja, der hat hier aus Versehen wieder rausgescrollt. Und jetzt sind wir hier wieder. Ja, leer. Hier waren wir schon. Da mal raus hier. Stimmt, das war der erste Raum, in dem wir waren. Himmelsrand. Okay. Nacht ist es. Und schön. Das Nordlicht. Sieht wirklich geil aus, muss man ja sagen. Oh, was ist das? Seht ihr das? Das ist so ein Bug, oder? Warum habe ich da so ein Feld? Keine Ahnung, im Himmel sieht man es nicht, aber auf den Bergen und so sieht man es. Hier unten auf dem Boden sieht man es auch nicht. Nur da hinten, bei den Wolken, die da durch die Berge ziehen. Naja, so ein kleiner Bug, macht ja nichts. Fakras, kann ich dich nochmal ansprechen? Wir müssen nach Jovasco zurückkehren. Die Gefährten sind Werwölfe? Nicht alle, im Zirkel jedoch schon. Ein Geheimnis für alle anderen. Da hinten sieht man es jetzt nochmal in den Wolken. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Was ist die silberne Hand? Schlechte Menschen, die keine Werwölfe mögen. Also mögen sie uns auch nicht. Also so Werwolfsjäger quasi. Bis zum nächsten Mal. Ja, hau rein. Rennst du jetzt vor? Rennst du jetzt los? Ist mir auch egal. Ich mache eine Schnellreise. Hier habe ich auch den Bug. Was ist das denn jetzt? Seht ihr hier dieses Viereck? Ganz, ganz komisch. Achso, nach Weißlauf, Schnellreise. Ja, bitte. So, da sind wir auch schon. Es ist bereits morgen. Und der Bug ist immer noch da. Ganz komisch, wie so eine... Jetzt ist es aber ein anderer Bug. Also eine andere Form. Wir können jetzt nochmal auf die Karte gehen. Ja, eben hatte ich ein Viereck.
Und jetzt ist das hier so ein komischer Helm oder so. Ich bitte nicht um viel, nur um ein paar Septime. Dann wir schon. Ah, fuck raus, da bist du ja auch. Okay, dann rennen wir mal hoch und geben die Quest ab. Und ich hoffe mal, Fakras hat uns, sagt, dass wir ehrenhaft gekämpft haben. Aber dieser kleine Grafikfaktor, der nervt mich jetzt schon. Naja. Ach, das ist Wilkas, okay. Weshalb habt ihr auf mich gewartet? Was geht mich das an? Ne, wir fragen das ja. Folgt mir. Alright, folge Wilkas. Wo geht's lang? Hier hinten lang. Zum Glück rennen wir ein Stück. Das ist doch eine Geheimtür hier. Alter Junge, mach mal die Höhle auf. Ja, nicht so gut versteckt. Na gut, wir sollen hier hinter. Dann machen wir das mal. Brüder und Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Na, das hoffe ich doch. Abgeschlossen. Die Aufnahmeprüfung. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Nein, was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Was ist mit euch, Kotlak? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont, nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteil lassen wird wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde. Hofft ihr, euch selbst zu heilen? Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Tapferkeit feiern. Und jawohl! Mit Eolund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt als... was auch immer das ist. Okay. Was hast du noch zu erzählen? Jor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Du hast einen Questfall über dir. Ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber okay. Euch mag ich. Das ist doch schön. Ich mag dich auch. Ich fand die Worte auch sehr nett, die er gerade über uns erzählt hat. Ich suche nach Arbeit. Wir haben eine Mitteilung von jemandem aus Rift bekommen, der starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Ich kümmere mich darum. Los, bringt euch und den Gefährten Ehre. Jawohl, begonnen. Ein bezahlter Schläger. Sehr schön. Vorher gehen wir aber nochmal hoch zu dem Schmied. Schüchtere Marmal in Riften ein. Da finden wir auch oder entdecken wir direkt einen neuen Ort. Ja, mir wurde gesagt, dass ihr eine Waffe für mich habt. Ja,
Ihr gehört nun zu den Gefährten, wie ich höre. Das ist richtig. Ich kann jede beliebige Waffe für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. Ich hätte gerne eine Streitaxt. Eine Kriegsaxt. Kommen wir gleich drauf zurück. Ich muss gerade mal gucken. Streitaxt. Axt von Weißlauf. Ist das jetzt eine Kriegsaxt oder ist das eine Streitaxt? Kriegshammer oder so, das waren ja, oh, hoppsa, waren ja glaube ich auch immer die großen Waffen. Was habt ihr zu verkaufen? Jo, zeig mal gerade her, vielleicht finden wir hier den Unterschied. Kriegsaxt ist einhändig. Und hast du hier Stahlstreitaxt ist zweihändig. Also brauchen wir eine Kriegsaxt, sehr schön. Ja, ihr gehört nun zu den Genau, das können wir schon. Für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. War's das? Ich bin nicht besonders gesprächig. Ich hab's verpeilt. Preist die Götter. Ich hab vergessen, was ich will. Ich will ne. Ah, nein. Ach, Kacke. Shit. Gekauft. Na, hier hast du es wieder. Kacke. Ich will ne. Ich verpeil's aber auch schon wieder. Mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Ich ziehe den Part unnötig in die Länge. Ich will ne Kriegsaxt. Kriegsaxt will ich haben. Kriegsaxt. Kriegsaxt, 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 Kriegsaxt. Ich hätte gern eine Kriegsaxt. Nun, das ist eine pfiffige Waffe. Leicht, stark, praktisch. Spaltet ein paar Schädel für mich. Kriegsaxt, Himmelsschmiedenstahl hinzugefügt. Okay. Objekte, Waffen. Schauen wir uns doch mal unsere Kriegsaxt an. Ja, die haben wir ja gerade gekauft. Die hätten wir sie auch gerade behalten können. Naja, gut. Wir rüsten mal die aus. Tun wir Favorit entfernen. Machen hier ein Favorit drauf. Und rüsten die noch als die 1 aus. Zack. Danke dir, Eolund. So, und den bezahlten Schläger werden wir im nächsten Part machen. Also bis dahin, Leute. Ciao, ciao.